Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Uhrenbranche sich im Moment sehr verhalten darstellt. Das wurde auf der Pressekonferenz, auf der Eröffnungspressekonferenz der Basel World als Wachstumsunterbrechung bezeichnet. Ich würde das nicht ganz so krass formulieren, weil ich genau wie im letzten Jahr auch in diesem Jahr wieder Entwicklungen gesehen habe bei verschiedenen Herstellern, die sich darauf konzentrieren, Modellpflege zu betreiben innerhalb ihrer Linien, was dazu führt, dass es neue Modelle gibt, alte Modelle verschwinden, dass Modelle dazukommen, unter anderem vielleicht nur mit einem zurzeit sehr typischen blauen Zifferblatt oder einer neuen Datumsanzeige oder einem neuen Lederarmband. Ein signifikantes Beispiel für diese Entwicklung ist für mich die Marke Maurice Lacroix. Maurice Lacroix hat in diesem Jahr eine sehr schöne Kollektion der Masterpiece wieder aufgelegt. Masterpiece ist eine sehr bekannte Uhrenlinie gewesen vor ein paar Jahren. Die Marke hat damals versucht, die Masterpiece höher zu positionieren, preislich höher zu positionieren, mit Komplikationen zu belegen. Das ist dann ein bisschen im Sande verlaufen und jetzt bringen sie eigentlich eine ganz gestandene Basiskollektion mit typischen retrograden Anzeigen wieder auf den Markt. Mit sehr stimmigen Zifferblättern, mit einem sehr schönen Gehäuse, was sehr gut zu der Marke passt. Nicht zu verschweigen bei dieser Marke auch die Quarzkollektionen, mit denen sie ja vor allem auf dem deutschen Markt auch sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren und in dem sie auch Modellpflege weiter betreiben. Chronoswiss möchte ich noch nennen. Chronoswiss ist ja der Hersteller, der als erstes die typische Regulatoranzeige der Großuhr aufs Zifferblatt gebracht hat. Bei Chronoswiss gab es etliche Veränderungen in den letzten Jahren. Die sind umgezogen von Deutschland in die Schweiz, haben neue Modelle gebracht und haben in diesem Jahr, eigentlich auch schon im letzten, aber in diesem verstärkt, etliche Neuinterpretationen dieser Regulatoranzeige auf dem Zifferblatt einer Armbanduhr gezeigt. Und da fand ich, waren in diesem Jahr ganz schöne Sachen dabei, die durchaus erwähnenswert sind. Classhütte Original vielleicht auch noch in diese Sparte Modellpflege. Classhütte Original hat vor 2-3 Jahren angefangen, ganz solide Basiskaliber zu bauen, die alltagstauglich sind, die lange Gangreserven haben, die servicefreundlich sind. Mit dem Chronographenkaliber 37, dem folgte dann ein ganz solides Basiskaliber 36 mit nur Zeitanzeige, ohne alles. Und in diesem Jahr haben sie eben Mondphase dazu, Großdatum dazu, ewigen Kalender dazu. Also auch hier Modellpflege innerhalb der Senatorlinie, was für mich sehr überzeugend ist. Ganz anderes Thema Technik. Für den technikaffinen Uhrenfreund konnte man auf der Basel World einige Leckerbissen finden. Ich möchte mal eine nennen von Schwarz Etienne. Schwarz Etienne hat ein Tourbillon gebaut, auf dessen Käfig sich eine Kurvenscheibe dreht. Und über diese Kurvenscheibe rutscht eine Feder. Und am Ende der Drehung, also nach einer Minute, wenn sich das Tourbillon einmal um sich selbst gedreht hat, fällt diese Feder über eine Stufe und bewegt an der anderen Seite einen Sekundenzeiger über ein Kreissegment, also retrograd, zurück. Das alles kann man sehr schön von der Zifferblattseite aus betrachten. Daneben dreht sich noch ein Mikrorotor. Und wenn ich das richtig sehe, ist es auch eine Einmaligkeit in der Uhrenwelt, also durchaus sehenswert. Ein anderes technisches Thema ist Porsche Design. Der Marke ist ja die Automarke Porsche direkt in den Namen gelegt. Das Thema Auto und Uhr wird in der Uhrenbranche auch gern überstrapaziert. Aber hier sind die Techniker mal von einer ganz anderen Seite gekommen, nämlich aus dem Automotor, dass man die Funktionalität der Ventilsteuerung aus dem Automotor versucht hat, in die Chronographensteuerung zu legen und damit praktisch die Drücker vom Gehäuse ins Gehäuse verlegt hat. Ist mit mehreren Patenten belegt und mal was ganz Neues. Sehr heikel, weil sich das Uhrgehäuse zum Teil über das Saphirglas bewegt. Und ist eine technische Neuerung und durchaus gut zu spielen in dem Bereich Auto und Uhr. Komme ich zum Schluss noch zu meinem Lieblingsthema Magnetfeldschutz. Omega arbeitet ja schon sehr lange daran, Magnetismus völlig aus dem Uhrwerk zu verbannen. Und zwar nicht althergebracht mit Weicheisengehäusen innen drin, sondern mit über die Uhrwerkteile selbst. Und sie haben auch in diesem Jahr wieder 3 neue Uhrwerke gezeigt, die diese Qualität aufweisen. Omega ist ja mit der Zertifizierung jetzt so weit, dass sie das Ziel haben, jedes Werk und jede Uhr sogenannt METAS zertifizieren zu lassen. Das ist also ein unabhängiges Schweizer Institut, was der Marke und den einzelnen Modellen bescheinigt, dass sie diesen Magnetfeldschutz von 15.000 Gauss haben. Wir haben als Uhrenmagazin diese ganze Geschichte mit begleitet und auch Tests in verschiedenen Magnetfeldern gemacht.
Zurzeit haben wir eine Uhr im Dauertest, die wir in große Magnetfelder bringen werden. Wir werden sicherlich auch von Zenith die neue DeFi testen, von der die Marke behauptet, dass sie 100% magnetfeldsicher ist. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie diese Marke gegen Omega antreten wird.